Ole, ole, ole. Ja, belohnen wir ihn. Er hat's verdient. Knusperchips. Ach nee, Fische ist ja dasselbe. So, komm. Schauen wir mal, wie es funktioniert. 73%. Das müssen wir, glaube ich, nochmal machen, oder? La 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 la, hops, da hops, da hops, da hops. Soll ja manche Menschen geben, die so gehen. Aber so rutschen ist echt schon... Da musst du wirklich ein bisschen mehr leisten können, dich dann so quasi in so einen halbschrägen Handstand und dann mit Schwung mit Bauch vorne. Ja, er kann auf Rutsche rutschen. Auf Schaukel schaukeln, auf Podest setzen, Sprung. Oh, Sprung machen wir noch schnell. Komm. Ich bin zu begeistert davon. Ja, ja. Und los geht's. Ja, Mann. Das ist doch perfekt. Fast. Oh, da hinten geht die Sonne unter. Mit beängstigender Geschwindigkeit. Der Komet fällt auf die Erde. Wow. Cool. Der Sprung. Sprung zurück. Cha, cha, cha. So. Das war knapp. Nachtschicht macht er auch noch. So. Und, Boah. Vor lauter Verpennen habe ich jetzt beinahe das Ding versaut. Oh Mann. Na, dann bin ich jetzt gespannt, was er jetzt für eine Rolle macht. Einen normalen Sprung, ja? Ja. Naja, nicht sehr spektakulär, aber hey, das ist ja meine Schuld. So, einmal noch, dann haben wir es, oder? Also, wenn ich es jetzt nicht wieder versaue. Bongo 2 wird werfen. Fast 90. Und das Wasser ist wieder sauber. Oh yeah. Ist der Trick noch nicht? Och, das darf nicht wahr sein. Das war... Oh, das ist echt unfair. Jetzt müssen wir den nochmal machen wegen so mini, mini, mini. Wir müssen gerade über 60% wahrscheinlich. So. Sind wir schon wieder eine Minute dabei. Ne? Ja, komm. Einen ganz normalen Sprung und dann... Jetzt haben wir es definitiv. Also wenn ihr jetzt nicht geschafft habt, dann ist es ein... Ach, das war auch cool. Eine Arschbombe. Ja, natürlich wirst du belohnt, mein Lieber. So. Was lassen wir jetzt? Dann schauen wir doch mal. Kaiserpinguin 3 ist gerade ausgeschlüpft. In seinem übelriechenden Gehege fühlen sie sich nicht wohl. Wahrscheinlich ist es jetzt schon gar nicht mehr übelriechend, aber hey. Ja, so. Na du, warum ruckelst du jetzt so?
Okay, hier war nichts mehr überriechend. Wie sieht's hier aus? Du warst nicht mehr ganz sauber. Da höre ich irgendwen urinieren. Uri Geller. So. Dann bauen wir doch jetzt etwas, was uns etwas mehr Geld bringt. Oh ja. Wie wär's? Einmal hier durch. Hallo? Was ist... Oh nein, ich habe eine Hochseilbahn gebaut. Nee. Hochbahnstadt, da ist es. Mann, ey. So leicht verbaut man sich. So. Also, dass das tropischer Regenwald ist, nimmt mir trotzdem keiner ab. So, hier geht's dann durch ein anderes Gehege, wahrscheinlich gleich den Komodo-Varan. Na. So. So, so. Okay, jetzt wird's echt schwierig. Okay, das wird kacke. Das muss zurück. Dann muss das hier verschoben werden. Passt schon. So, dann kann ich hier... Spornschildkröte 1 ist trächtig. Das ist doch schon mal schön. Bei uns werden Schwangere geliebt. So. Schon. Oh Mann, das ist eine merkwürdige Bahn. Aber hey... Wahnsinn, so eine krüppelige Bahn habe ich schon lange nicht mehr gebaut. Ach je, dann bauen wir hier mal den Weg. So, dann müssen wir hier... Wie mache ich das denn? Das wird ja lustig, dann können wir hier... Nein, hier, nein, hier... Pff, wunderbar. Gut. Dann habe ich hier eine Krüppelbahn gemacht. Dann werden wir hier das nochmal abreißen. So, werden diesen Müll einmal hier... Ja, klar. Oh Gott. Der wird verkauft. Beluga Star fängt gleich an. Die wollte ich doch umändern. Egal, machen wir danach dann... Beluga ist da. So, dann. Was krönt hier so? So, so. 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 Jetzt können wir zumindest hier sowas machen. Hier sowas machen. Hier können wir auch. So, da, da. Dann ist das schon mal geklärt. Den Rest müssen wir dann halt irgendwie absperren. Mit
Zäunen, also mit so Zaunsäulen, Seilabsperrungen, die meine ich. Klack, klack, klack. Klack. Und klack, klack, klack. So, wunderbar, jetzt kann mir da keiner mehr ins Gehege. Das ist doch schon mal viel wert. Was? Herzlichen Glückwunsch. Als Belohnung für die Einnahmen von Spenden für Meerestiere in Höhe von 5000 wird der Delfinbogen im Zoo zum Kauf freigegeben. Okay. Der Delfinbogen. Dann schauen wir doch gleich mal, ob wir den bauen wollen. So, dann gehen wir hier von Betonweg aus. Und müssen natürlich hier wieder so eine Absperrung machen. Dann kaufen wir doch mal. Was ist das? Ach, Rundkurs B. So, Informationen zu Rundkurs B haben wir nicht. Kann man das nicht irgendwie wegmachen? Genau, hier oben und das Geld, das stört dann nicht. Ach, dann können wir jetzt, genau, wunderbar, jetzt wo das läuft, mehr oder weniger, können wir ja die Beluga Star zur Sea Star machen. Show bearbeiten. Ja. Beluga Star. Die muss jetzt alles zurückmachen, oder was? Na gut. Die Sea Star. Aber nicht Patrick. So. Dazu fügen wir kalifornischer Seelöwe 1 mit dem Trick rutschen. Warten. Warten. Springen. Nee. Springen. Minus. So. Und habt ihr noch was Neues auf Lager? Nee, da hatte ich angefangen, hab's dann aber sein lassen. Okay. Wunderbar. Die Sea Star. Mal schauen, was da so vonstatten gehen wird. Ich bin gespannt. So, da la. Die Sea Star fängt aber erst in 3 an. Dann schauen wir doch mal. Bringen wir dir das Bällchen. Springen bei oder so. Und danach gehen wir mal ein bisschen durch unseren Zoo. Wunderbar. So, ach, belohnen, ja natürlich. Belohnen. Dann lassen wir das. Ah, Escape, ja klar. Dann lassen wir das. Gehen mal ein bisschen im Zoo rum. Zack. Ja, ist doch ganz nett hier, oder? Man kommt rein und hat erstmal so eine Statue. Und ein Känguru. Was ist mit dem? So, dann sieht man hier natürlich nichts. Ja, wunderbar. Ich komme natürlich da nicht durch. So, hier kann ich durch. So, dann sieht man hier schön die Tiere. Hier auch schön. Müssen wir uns um Kaiserpinguin 3 kümmern. Ach so, weil es Wasser. Weil es Wasser dreckig war. Ach da, schau an. Es werden schon transportiert. So, wie sieht's denn aus? Die Sea Star. In
1,33. Ja, was haben wir denn so? Den Beluga haben wir schon. Dich brauchen wir gerade nicht. Was ist das? Schraubenziege brauchen wir nicht. Steinbock brauchen wir nicht gerade. Dich haben wir bereits. Kurzflossen Grindwal. Du kannst als nächster mit in die Show einfließen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Verdammt, ich glaube, ich werde hier den Weg zu den Grindwalen machen, dass ich da quasi noch ein Ding dazwischen mache. Spornschildkröte 1 hat ein Ei gelegt. Ich denke, wir werden uns die Show noch anschauen. Können wir hier irgendwas machen? Ich bin mir sicher, dass das Wasser wieder verdreckt ist. Wasser reinigen, genau. Unter Wasser. Sea Star fängt gleich an. Na gut. Dann schauen wir uns die Sea Star an. Lalalala. Show von dort. Und da fehlt doch wer. Wie jetzt? Hallo? Ah, wunderbar. Wird mit eingerechnet. Sehr gut. Aber irgendwie fehlt mir da der... Der will keine Belohnung oder was? Ach so, das ist der zweite Showteil. Check it out, yeah. Benötigen ein Toiletten. Darum kümmern wir uns das nächste Mal. Und ich würde sagen, Teil 3. Das war's. Ja, dann danke ich fürs Zuschauen der heutigen Aufnahme. Ein Teil davon wird Sonntagsaufnahme, ein Teil wahrscheinlich nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal oder beim anderen Projekt oder wann immer ihr meine Videos schaut. Bis dann. Tschüss.